Hallo, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte vom Bettina von Arnim-Gymnasium in Dormagen und herzlich willkommen zur Vorstellung unseres neuen Online-Anmeldeverfahrens für den Elternsprechtag, das wir in diesem Jahr zum 7.12. einmal probeweise durchführen wollen. Wenn Sie dieses Video sehen, dann sind mehrere Sachen richtig gelaufen. Dann haben Sie die Informationen bekommen, dass Sie dieses Video auf unserer Homepage finden und Sie haben von Herrn Lindner oder von unserem Newsletter die Information bekommen, dass Sie sich jetzt hier online für die Elternsprechtage anmelden können. Grundsätzlich bleibt das Verfahren der Anmeldung gleich. Das heißt, die Lehrer bekommen den ersten Zugriff auf die Termine, falls die Klassenlehrer zum Beispiel wichtige Kandidaten sehen, die Sie zum Elternsprechtag gerne sehen möchten. Und eine Woche später haben Sie dann als Eltern die Möglichkeit, sich zu den Terminen anzumelden. Der Vorteil ist jetzt, dass Sie nicht mehr in die Schule kommen müssen, sondern das alles bequem von Ihrem Laptop oder Handy oder PC zu Hause machen können. Wie das Ganze jetzt funktioniert, das werde ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Als erstes bekommen Sie aus der Klasse einen Zettel bringt Ihr Kind mit nach Hause. Ich habe jetzt für diesen Fall meine Tochter Paula mal spontan in die 5b eingeschult, damit ich Ihnen an diesem Beispiel zeigen kann, wie das grundsätzlich funktioniert. Es gibt einen kurzen Infotext, wann der Elternsprechtag stattfindet, wie schon bereits gesagt, am 7.12. zwischen 15 und 19 Uhr. Und die Kollegen, die in Teilzeit sind, die werden nicht ganz die ganze Zeit dabei sein. Das heißt, in Einzelfällen können sich die Zeiten auch ein bisschen ändern. Sie können dann jetzt Termine online reservieren unter der Homepage www.otis-elternsprechtag.de und da suchen Sie sich dann den Login-Button. Reservierungsmöglichkeiten hierfür bestehen ab dem 15.11. 19 Uhr und bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das Reservieren am ersten Tag auf 5 Termine pro Schüler begrenzen, damit auch die andere noch zum Zuge kommen können und nicht alle Termine schon am ersten Tag weg sind. Sie werden dann auf eine Seite weitergeleitet, die ich Ihnen gleich zeigen werde, wo Sie das Schulkennwort BVA-D für Dormagen eingeben und das Geburtsdatum Ihres Kindes. Das taucht hier auf dem Zettel natürlich aus Datenschutzgründen nicht auf. Das Kennwort, das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden, dass Sie das anders bekommen als auf diesem schriftlichen Wege. Sagen Sie Ihren Kindern, dass sie vorsichtig damit umgehen sollen und das Kennwort nicht weitersagen. Die Anwendung ist für alle mobilen Geräte und auch für die PCs geeignet. Sie können also sich von wo aus immer auch anmelden. Selbstverständlich sieht das bei Ihnen jetzt unter Umständen ein bisschen anders aus, je nachdem mit welchem Rechner oder mit welchem Smartphone oder wie auch immer Sie sich anmelden. Ich gehe jetzt also hier mal bei mir in den Browser und möchte Ihnen das jetzt zeigen. Sie geben also hier in der Browserzeile www.otis-elternsprechtag.de ein und werden dann auf die Seite unseres Terminplaners geleitet. Sie gehen dann auf den Elternsprechtag-Login-Button, klicken da drauf und werden dann zur Seite mit dem Login weitergeleitet. Dort geben Sie jetzt als erstes das Schulkennwort ein, BVA-D, das Geburtsdatum Ihres Kindes und das Kennwort. Und dann melden Sie sich an. Dieses Fenster hier ist mein Entschlüsselungsprogramm, das bekommen Sie nicht. Und Sie werden dann weitergeleitet auf einen sehr übersichtlichen Elternsprechtagskalender für in diesem Fall die Paula. Falls Sie mehrere Kinder bei uns an der Schule haben, falls es Geschwister gibt, haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese hier auch noch anzugeben. Das heißt, Sie bekommen dann nochmal ein Feld, in dem Sie mit einem weiteren Geburtsdatum und einem weiteren Kennwort das Kind dazufügen können, sodass Sie also in einem Rutsch alle Kinder mit Terminen versorgen können. Das möchte ich jetzt aber hier nicht machen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt die Möglichkeiten zeigen, die Sie haben, um sich Termine geben zu lassen. Sie können also zum einen natürlich aus der Lehrerliste sich den Kollegen oder die Kollegin aussuchen.
Ich könnte jetzt natürlich einen Termin bei mir einmal raussuchen. Sie sehen, mein Terminkalender ist noch nicht voll. Sollten hier schon Termine sein, sehen Sie an dieser Stelle, dass die Uhrzeit jeweils gesperrt ist. Ich könnte mir also jetzt einen Termin reservieren, werde dann nochmal gefragt, möchten Sie diesen Termin reservieren? Ja, möchte ich. Und somit habe ich jetzt hier eine bestätigte Reservierung auftauchen. Sie sehen, hier steht auch schon die Raumnummer, die Sie sich dann schon merken können, sodass Sie also hier auch eine gute Übersicht bekommen. Sie sehen, dass ich hier den Button mehrere habe. Ich kann also jetzt auch noch auf mehrere Arten mir die Lehrer, die mein Kind vielleicht unterrichtet, aussuchen. Und zwar kann ich zum einen die Lehrer anklicken, kann mir dann diese Auswahl anzeigen lassen. Und dann sehen Sie hier den Termin bei mir, den gibt es schon. Das heißt, ich kann jetzt selbstverständlich nicht um 16:20 Uhr noch irgendwo zu einem der anderen Kollegen hingehen, aber ich könnte es schaffen, um 16 Uhr bei Herrn Bühnemann zu sein, dann danach noch Frau Licht zu einem Gespräch zu besuchen und den Herrn Keil ebenfalls. Und Sie sehen, dass also die Reservierungen jeweils hier auftauchen, immer mit den Räumen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Räume tatsächlich auch immer noch so bleiben. Es kann immer mal aus irgendwelchen Gründen zu einer kurzfristigen Raumänderung kommen und informieren Sie sich auch, dass die Kollegen an dem Tag nicht erkrankt sind. Ansonsten steht jetzt dem Besuch des Elternsprechtags nichts im Wege. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, nämlich wenn ich wieder über den Button mehrere gehe, und ich mir dann noch andere Lehrer aussuche. Kann ich mir jetzt auch die Terminvorschläge vom Computerprogramm anzeigen lassen? Ich könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, da ich vormittags noch arbeite, kann ich erst ab 16 Uhr und kann mir die Terminvorschläge mit Puffer berechnen lassen. Und der Computer hat jetzt den von Herrn Bühnemann schon reserviert, macht mir jetzt aber andere Vorschläge, sodass ich also die Kollegen auch tatsächlich alle unter einen Hut bekomme und kann mir jetzt diese Termine reservieren lassen. Obwohl, na, bei Herrn Vatheuer um 18:10 Uhr, das ist mir vielleicht zu spät. So, ich kann jetzt die markierten reservieren und habe jetzt insgesamt 7 bestätigte Reservierungen, die hier jetzt auftauchen. Sollten Sie mal einen Fehler gemacht haben, oder sollten Sie sehen, dass hier eine Doppelung vorliegt, können Sie das Ganze auch wieder löschen. So, diese Termine müssten Sie sich dann nur noch notieren und dann steht dem Elternsprechtag nichts im Wege. Ich hoffe, dass dieses Verfahren für alle zu einer Erleichterung führt. Rückmeldungen können Sie mir gerne an meine E-Mail-Adresse schicken, die ich Ihnen zwischendurch schon mal eingeblendet habe. Bis dahin, tschüss.